Hallo bei Swissmed. Heute befinden wir uns im Lager der Käserei Sternenberg. Überirdisch fangen wir an und so richtig urchig hören wir dann wieder auf. Zuerst stellen wir euch den ersten Schweizer Science-Fiction-Film vor, der in Winterthur gedreht worden ist. Und dann finden wir uns hier zwischen den Käseregalen wieder, um euch das Making-of vom neuen Appenzeller-Werbespot zu zeigen. Voraus aber noch ein kurzes Update mit den News aus der Schweizer Filmszene. Gleich drei Schweizer Filme werden mit insgesamt 72.000 Franken unterstützt. Seit 2007 fördert Swiss Films den Export Schweizer Filme und es stehen ihnen dafür 300.000 Franken zur Verfügung. Jeder ausländische Verleiher, der einen Schweizer Film ins Kino bringt, erhält pro Film bis zu 40.000 Franken. Dieses Mal ist La Vraie Vie est d'ailleurs von Frédéric Chauffard mit dabei und soll in Frankreich starten. Vitos von Freddy M. Mura in Südkorea und Sieben Mulden und eine Leiche von Regisseur Thomas Hämmerli in Deutschland. Die Kurzfilmnachtour geht weiter. Nach einem erfolgreichen Auftakt in Zürich stehen noch Basel, St. Gallen, Schaffhausen, Aarau, Chur, Luzern und Bern auf dem Programm. Gezeigt werden Leckerbissen aus der Schweiz, aber auch internationale Filmchen. Vier Kategorien werden präsentiert und geboten werden, unter anderem die Filme, die für den Schweizer Filmpreis 2008 nominiert wurden, sowie Kurzfilme über Musik in der Sparte Music's in the Air. Viel Spaß auf der Kurzfilmnachtreise ins cineastische Abenteuer. Von der Kurzfilm-Nachttour heben wir ab ins All. Gargo, der Weltraum ist kalt. Das ist der Titel der ersten Schweizer Science-Fiction-Produktion. Auslöser für das Werk sind sicher die stetigen Umweltdiskussionen. Im Film sieht man nämlich, wie ein Leben allenfalls im All möglich wäre, wenn die Erde tatsächlich einmal kollabieren sollte. Wir sind bei den Dreharbeiten zur Winterthur mit dabei gewesen. Lust auf eine Abenteuerreise ins Weltall? Here it comes, denn die Zukunft hat in Winterthur Halt gemacht. In der Cargohalle auf dem Sulzer Areal fanden die Dreharbeiten zum ersten Science-Fiction-Film Made in Switzerland statt. Der Titel Cargo, der Weltraum ist kalt. Die 3.500 Quadratmeter große Fläche wurde für die jeweiligen spacigen Szenen neu oder umgebaut und umgestaltet. Hier der Inhalt. Aufgrund eines Ökokollapses lebt die Menschheit nicht mehr auf der Erde, sondern in überfüllten Raumstationen im All. Die einzige Hoffnung, der Planet Rhea, doch der ist leider 5 Lichtjahre entfernt. Cargo spielt auf dem heruntergekommenen Raumfrachter Cassandra. Die Ärztin Laura befindet sich an Bord, der Rest ihrer Besatzung ist tiefgefroren im Kälteschlaf. Während ihrer Kontrollgänge durchs leere Schiff hat sie mehr und mehr den Verdacht, nicht alleine an Bord zu sein und weckt ihre Crew. 80 Tage lang wurde für den Spielfilm in der Industriehalle gedreht. Jetzt sind die Dreharbeiten abgeschlossen. Um welche Szene es sich hier heute handelt, verrät uns der Produzent Marcel Wolfisberg. Wir befinden uns hier im Frachtraum von der Cassandra. Natürlich das bei arktischen Verhältnissen. Und Thomas Schabro und Martin Rappold haben hier eine Mission zu erfüllen und haben etwas zu werkeln, aber mehr darf ich natürlich nicht verraten. Koordination ist alles. Dieses Talent hat Wolfisberg unter Beweis gestellt. Ich glaube, die Finanzierung für einen Film allgemein ist nicht einfach. Denn für eine Science-Fiction in der Schweiz ist es wahrscheinlich noch ein Stückchen schwieriger. Dann auch das Controlling können zu behalten auf dem Set, wie das Geld verschwindet und wie schnell es verschwindet, da muss man auch ein bisschen Sorge haben. Und einen Zeitplan können einzuhalten bei solchen Bauten und bei solchen Sets ist natürlich auch nicht gerade eine einfache Sache. Aber wir sind glücklich, dass wir eigentlich bis jetzt alles können erfüllen. Bei einem Science-Fiction-Film spielen Spezialeffekte natürlich eine besonders wichtige Rolle. Wir probieren natürlich möglichst viel direkt on set zu lösen, was möglich ist, was auf Screens läuft, was auf Monitoren läuft, das probiert man gerade hier zu lösen. Natürlich, wenn es darum geht, irgendwelche Räume zu erweitern, Set-Extensions zu machen, alle Aussenansichten auch von der Cassandra, die ganze Weltraumsituation, das ist ganz klar, das entsteht am Computer. In den Cargohallen ist es nicht besonders warm, für die Drehatmosphäre aber passt es perfekt. Es ist natürlich nicht bewusst, dass wir aus dieser Not eigentlich eine Tugend gemacht haben. Da wir die Halle nicht heizen können, es ist keine Möglichkeit, überhaupt auf eine normale Temperatur raufzukommen, haben wir unseren Schauspieler das auch ein bisschen nahegelegt, dass es natürlich angenehmer ist und passender für den Film Cargo, wenn wir natürlich auch unter technischen Verhältnissen drehen müssen. Und das hat man akzeptiert und so angenommen. Und bis jetzt hat es funktioniert. Nur in einer Location zu sein, hat aber auch seine guten Seiten. Ich glaube, der Vorteil, wenn man in einem Studio dreht, ist, dass man weder noch wetterabhängig ist.
Wir hatten keine längere, grössere Verschiebungszeiten. Wir konnten alles eigentlich an einem Ort organisieren. Wir konnten die ganze Produktion, die ganze Produktionsleitung auch in einem Vorort aufbauen. Das ist an und für sich eine sehr angenehme Situation. 5 Millionen Franken standen dem Produzenten zur Verfügung. Also es war eine sehr breite Finanzierung, die nicht nur aus Cash-Beiträgen, natürlich, sondern auch Materialleistungen, Manpower-Beiträgen. Ich glaube, das ist unser gesamthaftes Budget, das wir auch kommunizieren. Ganz klar von schweizerischer Seite, von Förderseite, haben wir die Unterstützung vom Bundesamt für Kultur gehabt. Dann auch die grossartige Unterstützung von der Zürcher Filmstiftung, wie auch vom Schweizer Fernsehen DRS und dem Kanton St. Gallen. Und ohne diese Leute und die Institutionen und Unterstützungsbeiträge wäre es natürlich überhaupt nicht möglich gewesen, so einen Film in der Schweiz überhaupt zu stemmen. Alles in allem war die Stimmung am Set super. Es hat mittlerweile fast ein bisschen einen Familiengruf gegeben. Am Mittag wird immer geshootet für uns, am Feierabend wird geshootet für uns. Das manchmal mit einem Bierfläschchen in der Hand. Die Leute haben sich heute alle geschminkt und mit so Wunden, mit künstlichen Wunden versehen von unserer Maskenbildnerin. Und mit dem symbolisieren sie, hat mir vorhin der Tonchef gesagt, dass sie für Cargo wirklich Blut geschwitzt haben und alles gegeben haben. Und das so 3 Tage vor dem Dreh macht mich als Produzent natürlich auch ein bisschen stolz, dass die Stimmung so gut ist und man sich die Zeit noch nimmt und sich solche Spass auch erlauben kann. Hier heißt es noch: trainieren, trainieren, trainieren. Wer nun Lust bekommen hat auf einen geheimnisvollen Trip in die Zukunft, muss sich aber noch bis 2009 gedulden. Denn dann erst kommt der Science-Fiction-Film in die Schweizer Kinos. Der Begriff Swissmade wird natürlich nicht nur in der Filmindustrie verwendet. Nebst unserer Sendung werden auch noch einige andere Sachen so bezeichnet. Gerade im Ausland hört man Swissmade doch noch öppe, wenn es um Käse geht. Ich denke, Schweizer Käse ist unumstritten einer der besten der Welt. Und mit dem Fakt hat die Berner Werbeagentur Contexta natürlich punkten, wo sie den Werbespot für Appenzeller umgesetzt hat. Die Regie hat niemand geringer geführt als der Eugen-Regisseur Michael Steiner. Wir zeigen euch das Making-of von der Zürcher Produktionsfirma, wie könnte sie anders heissen, Cheese and Chocolate. Ja, ich bin hier reingekommen. Die haben mich hier festgestellt, Zappenzell gesucht. Die suchen hier diese Bärtigen. Ich habe sofort spontan ja gesagt, weil ich es gefunden habe, das ist mein Produkt, ich stand zu diesem Produkt. Und festgestellt in diesem Jahr ist, dass die Leute unsere Kampagne mit dem Geheimnis wahnsinnig gerne haben, dass die alle auch sehr gut kennen. Und dass uns die wahnsinnig auch geholfen hat, die Kampagne zum Käse bekannt machen und weiterbringen. Aber wir haben auch gemerkt, dass die Leute einfach noch zu wenig über das Produkt wissen. Noch zu wenig wissen, warum der Appenzeller-Käse so speziell ist. Darum haben wir den Auftrag bekommen, dass eine Organisation ein Konzept zu erarbeiten, das eben da mehr in den Vordergrund stellt. Und das ist der Film, den wir jetzt machen. Die Zeitreise probieren wir jetzt in einem neuen Konzept darzustellen. Wir fangen in dem Film mit einem schwarz-weißen Filmausschnitt an. Der wird dann irgendwo ein bisschen Sepia und am Schluss sind wir in der heutigen, modernen Zeit. Farbig. Seit über 700 Jahren pflegen die Appenzeller ihren Käse mit der geheimnisvollen Kräutersulz. Appenzeller, der würzigste Käse der Schweiz. Es gibt schon Eugen. Wir sind in der Schweiz, wir sind in den Bergen. Wir machen Period-Movie eigentlich, verschiedene Zeiten. Morgen haben wir zwar eine Zeit, aber wir haben auch so ein bisschen Retro, weil es die Zeitreise ist, von 1920 quasi oder 1900 bis irgendwie ins Jahr 2006. Da muss man verschiedene Stilrichtungen bedienen. Natürlich, 4 Buben sind etwas anderes als eine einheimische Bevölkerung. Aber vom Dekor und Kostüm war das eine ähnliche Arbeit. Eigentlich waren wir nur ausschließlich in den 60er Jahren. Da sind wir ja, sagen wir, von 1900 über 1945, 1968, das Jahr 2006. Das sind verschiedene Zeiten und dort sieht alles wieder anders aus. Man schaut dann auch wieder ein bisschen Bücher an und denkt, wie sieht es dort aus. Die Ausstattung kommt mit Fotos, so haben die Leute ausgesehen, Kostüme kommen.
Zum Beispiel ist mir aufgefallen, dass ganz viele Leute, sehr viele Leute, vor allem Kinder, barfuß gelaufen sind. Jetzt, heute Morgen, als wir kamen, ist natürlich ein Haufen Leute. Ich habe das auch nicht gewusst. Ich meinte, hey, ich bin gerade drei da oben. Natürlich das Wetter auch. Mir gefällt es sehr gut hier oben. Wir haben mal hinter der Kulisse gesehen und wir sehen, wie viel es braucht, um so einen Werbespot zu machen. Und ich mache es gerne mit einem Fels nützen. Es ist eine schöne Arbeit hier. Ich hatte einen Grossteil von meinem Team, als ich schon bei den Spielfilmen kam. Und dadurch sind viele Abläufe schon recht eingespielt. Und es braucht eigentlich recht wenig Kommunikation. Es ist meistens sehr ruhig auf dem Set. Und das sind die besten Leute aus der Schweiz da auf dem Dreh gewesen, finde ich. Also Kamera, Ausstattung, das ist so ein Kernstück, das wir da hatten beim Eugen. Das ist genau die gleiche Crew da. Mit Michi zusammen, ja, ich meine, ich kenne ihn schon so lange. Also er ist eigentlich eine der vertrautesten Personen in meinem Kreis von den Regisseuren, mit denen ich zusammen arbeite. Pascal zusammen ist es immer gut, weil wir sind eigentlich wie ein altes Ehepaar. Wir haben so viele Filme zusammen gemacht, wir verstehen uns mehr oder weniger blind. Ich muss ganz einfach sagen, es ist wirklich beeindruckend, wie gut das hier geschafft wird. Ich hoffe, dass es gut rauskommt und bei den Kunden nachher auch ankommt. Dass wir da können überbringen, die gute Stimmung hier. Der Spass war, mit den lokalen Leuten hier zu arbeiten. Das war Swissmag. Wir sehen uns am Donnerstag wieder um 6:30 auf Star TV. Bis dann. Hast du es auch gemerkt? Es ist wie so ein Wasserding reingekommen. Ja, weißt du. Nebst unserer Sendung heisst natürlich... Nein, ich muss mal... Wir zeigen euch das Making-of, das von der Produktionsfirma von Zürich ist, wo... Nein, ich muss noch mal... Ja. Die Regie hat niemand anders geführt als der Eugen-Regisseur. Ah, Michael Steiner.